Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich nehme es gleich vorweg. Ich bin sehr froh, nach einem Tag wie gestern in diesem Hause über die Europäische Sozialcharta zu debattieren, denn wir reden heute hier über ein verbindliches Abkommen, das der Bevölkerung umfassende soziale Rechte garantiert. Das ist sehr wichtig, denn je mehr Menschen in einer Gesellschaft aufgenommen, wertgeschätzt und sich integriert fühlen, desto größer ist ihr Zusammenhalt. Und wenn Menschen sich abgehängt fühlen oder perspektivlos sind, dann kann dies dazu führen, dass ihr Vertrauen sie jenen schenken, die mit großen, vollmundigen Sprüchen schnelle Lösungen propagieren. Und ich glaube schon, dass dies auch in Amerika ein wesentlicher Punkt dafür war, der letztlich zum Wahlsieg Donald Trumps geführt hat, und dass er das, obwohl er einen sehr aggressiven und populistischen Wahlkampf geführt hat. Mit Blick auf unser Land ist es mir wichtig, diese Debatte heute zum Anlass zu nehmen, den Menschen hier aufzuzeigen, dass zur Stärkung ihrer sozialen Rechte in dieser Legislatur, in dieser Koalition und unter maßgeblicher Beteiligung meiner Fraktion, der SPD, bereits einiges auf den Weg gebracht wurde. Beispielhaft möchte ich aufführen: Rente mit 63, verbesserte Pflegeleistungen für Betroffene und ihre Angehörigen oder auch die Frauenquote. Und es werden weitere Schritte folgen. Ich denke da etwa an das Lohngerechtigkeitsgesetz oder Regelung zur Stärkung Alleinerziehender. Jede dieser Maßnahmen unterstützt den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in unserem Land. Und ich finde schon, dass es angebracht ist, auch darauf hinzuweisen, dass sich die Ergebnisse sehen lassen können. Niedrigste Arbeitslosenquote seit der Wiedervereinigung. Die Renten sind kräftig gestiegen. Wir haben gute und stabile Wirtschaftszahlen. Und mit Blick auf die Zukunft kann das nur bedeuten, dass wir genau diesen Weg der Stärkung der sozialen Menschenrechte konsequent weitergehen müssen. Und genauso konsequent ist es natürlich auch, die Europäische Sozialcharta als umfassendes Regelwerk an gesellschaftliche Entwicklungen anzupassen. Und der Antrag der Linken zielt ja darauf ab, die Bundesregierung darauf aufzufordern, einen Gesetzesentwurf vorzulegen zur Ratifizierung der überarbeiteten Form der Europäischen Sozialcharta. Und ich sage ganz deutlich, die Tatsache, dass die Bundesregierung die erneute Fassung, Sie haben das erwähnt, schon 2007 unterschrieben und natürlich damit auch akzeptiert hat, und auch die Tatsache, dass damit einhergehende Stärkung der sozialen Menschenrechte gegeben ist, lassen gar nichts anderes zu als eine Ratifizierung. Ich sage aber auch, dass ich Ihren Antrag für nicht zustimmungsfähig halte, weil er in der Sache nicht schlüssig ist. Beispielsweise wird darauf verwiesen, dass Deutschland seinen Verpflichtungen nicht nachkäme, etwa weil das Streikrecht nach wie vor nur auf Erreichen eines Tarifabschlusses ausgelegt ist oder, wie Sie es auch angeführt haben, nicht für Beamtinnen und Beamte geöffnet ist. Kolleginnen und Kollegen, ich kann nur sagen, ich war an unzähligen Streiks zur Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten beteiligt. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wir gerade in Deutschland eine sehr gute Streikkultur haben, nämlich Einsatz für Arbeitnehmerrechte, ohne dadurch gleich den ganzen Staat durch Generalstreiks, nämlich nichts anderes steckt dahinter, lahmzulegen. Und das gilt auch für das Beamtenrecht, für das Streikrecht von Beamtinnen und Beamten. Hier sind unterschiedliche Maßstäbe anzulegen, denn was würden Sie denn den Leuten auf der Straße erzählen, wenn bei einem Amoklauf oder einem Anschlag oder auch bei einem Verkehrsunfall nicht ganz schnell genügend Einsatzpersonal verfügbar wäre, weil ein Teil der Beamtenschaft gerade im Streik wäre? Und genauso wichtig finde ich es auch, dass beitragsfinanzierte Sozialsysteme breit aufgestellt und abgesichert sind, bevor man aus einem generellen Gleichbehandlungsgebot heraus einem nicht abschätzbaren Personenkreis uneingeschränkt Zugriffe gewährt, die zur Überlastung unserer Beitragssysteme führen würden. Das, verehrte Kolleginnen und Kollegen der Linken, kann doch nicht in Ihrem Sinne sein. Und schon gar nicht kann das im Interesse unserer Bevölkerung sein. Ich finde es daher sehr wichtig und auch richtig, dass die Bundesregierung an solch wichtigen Punkten schon noch mal genauer hinschaut. Was in Ihrem Antrag auch nicht deutlich wird, ist der Umstand, dass wir trotz des noch andauernden Prüfungsprozesses fortwährend überall da, wo soziale Rechte umgesetzt werden können, bereits vieles tun. Ich denke da etwa an den Mindestlohn oder das Elterngeld Plus oder auch das Bundesteilhabegesetz, das vielen
behinderten Menschen Rechte stärker wird. Und wenn Sie heute Ratifizierung einfordern, dann frage ich mich schon, wer oder was hindert Sie denn daran, all diese Gesetzesentwürfe ganz selbstverständlich zu unterstützen, die doch sehr deutlich die sozialen Rechte von Menschen in unserem Land stärken? Und ebenso halte ich es für sehr schwierig, dass Sie in Ihrem Antrag Deutschland in einem Atemzug mit Ländern nennen wie Türkei, Russland, Ungarn oder Aserbaidschan. Sie verweisen darauf, dass all diese Länder die überarbeitete Sozialcharta bereits ratifiziert haben, Deutschland hingegen nicht. So weit, so richtig. Was Sie aber nicht sagen, ist, dass bei all diesen Ländern die Listen der Rechtsverletzungen immer länger werden. Sehr wahr. Und das zeigt doch, dass eine Ratifikation alleine nichts nützt, wenn es am Ende bei bloßen Lippenbekenntnissen bleibt. Gute Sozialpolitik äußert sich darin, dass bei der Bevölkerung etwas ankommt und nicht, dass auf einem Stück Papier etwas steht, was am Ende nicht umgesetzt werden kann. Denn bloße Versprechungen, die am Ende unerfüllt bleiben, das wissen Sie genauso gut, erzeugen nur Frust. Und das ist mit der SPD nicht zu machen. Und auch wenn ich heute empfehle, den Antrag der Linken abzulehnen, so freut es mich dennoch, dass Sie mit Ihrem Antrag heute die Gelegenheit eröffnet haben, in diesem Hohen Haus über den hohen Wert der sozialen Menschenrechte zu debattieren. Und ich verbinde es wie beim letzten Mal auch einmal mehr mit der Empfehlung an die Bundesregierung, dem Bundestag zeitnah einen Gesetzesentwurf zur Ratifizierung vorzulegen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist der Kollege Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn.